Viel Frieden und Segen mit ihm, hat den Frauen auf der arabischen Halbinsel ihre Rechte gegeben, hat die Rechte verbessert. Und es gibt Regeln im Islam, die vielleicht nicht mit Dingen übereinstimmen, die in Deutschland gang und gäbe sind. Wo wir aber glauben, dass diese Regeln eine Weisheit haben, eine höhere Weisheit, die im Endeffekt einen Nutzen für den Menschen haben. Ob wir das erkennen oder nicht. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Das Kopftuch. Das Kopftuch wird immer als Zeichen der Unterdrückung der Frau gesehen. Dies übrigens, weil es als Zeichen der Unterdrückung der Frau in der Bibel beschrieben wird. Das kann man selber nachlesen in 1. Korinther 11, Vers 7. Der Mann ist Abbild und Abglanz Gottes, die Frau aber ist nur Abglanz des Mannes. Deswegen soll die Frau ein Kopftuch tragen, in der Bibel. 1. Korinther 11, Vers 7. Aber in Deutschland wird vielleicht die eine oder andere Frau sagen, ja, warum muss ich das tragen? Ja, warum muss ich Kopftuch tragen? Ja, der Mann muss Bart tragen. Der Mann darf kein Gold tragen. Der Mann darf keine Seide tragen, die Frau darf Seide tragen. Der Mann darf kein Gold tragen, die Frau darf Gold tragen. Das heißt, es gibt spezifische Regeln, spezifische Gebote nur für Männer. Zum Beispiel, er soll in der Moschee beten, wenn er den erwähnt. Nur die Frau kann zu Hause beten. Ist leichter für die Frau. Es gibt spezifische Verbote nur für den Mann, was für die Frau erlaubt ist, zum Beispiel Gold zu tragen, Seide zu tragen. Und es gibt bestimmte Gebote, die sind spezifisch für die Frau, wie das Kopftuch. Das heißt aber, warum hat man von den spezifischen Geboten und Verboten nichts gehört, die der Mann hat? Deswegen sagen wir, Mann und Frau sind gleichberechtigt, aber ihre Rechte sind nicht identisch. Was heißt das? Wie? Die sind gleichberechtigt über ihren Rechten. Ihre Rechte sind nicht identisch. Ganz einfach. Es gibt bestimmte Gebote, von denen Allah weiß, dass sie spezifisch für die Frau gut sind, aber nicht für den Mann gut sind. Und deswegen wird das der Frau vorgeschrieben. Und es gibt bestimmte Gebote, von denen Allah weiß, die sind gut für den Mann, die einzuhalten, die sind aber nicht gut für die Frau. Also wird es dem Mann geboten, der Frau nicht. Beziehungsweise verboten und andersrum nicht. Denn alle Gebote und alle Verbote, die Allah uns offenbart hat, hat er uns offenbart aus einem Nutzen für uns. Nicht um uns zu ärgern. Nur wir können oft den Nutzen hinter bestimmten Regeln nicht erkennen. So wie ein kleines Kind den Nutzen der Spritze beim Zahnarzt nicht erkennen kann. Oder den Nutzen der Impfung nicht erkennen kann. Das kleine Kind wird einfach nur schreien, wenn es die Spritze bekommt. Weil es den Nutzen, die Weisheit hinter der Spritze nicht erkennt. Es sieht nur den Piekser, es weiß, das tut weh und schreit und will das nicht. Aber wir als Erwachsene, wir wissen, weil wir weiser sind als das Kind, weil wir mehr Wissen haben als das Kind, diese Spritze ist gut für das Kind und deswegen sollte das Kind diese Spritze nehmen. Und der menschliche Verstand ist begrenzt. Aber Allah ist unendlich wissend, er weiß alles. Deswegen sagt Allah im Koran, Sura 2, Vers 255, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Sie umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Und dementsprechend hat Allah auch, und damit wird unser Vertrauen auch auf die Probe gestellt, uns bestimmte Dinge verboten und geboten und teilweise, die meisten Regeln sind für Männer und Frauen 100% identisch, aber es gibt bestimmte Verbote, die nur für Männer gelten, bestimmte Verbote, die nur für Frauen gelten, bestimmte Gebote, die nur für Männer gelten und bestimmte Verbote, die nur für Frauen gelten. Das heißt, sie sind gleichberechtigt, aber die Gesetze sind nicht 100% identisch, vielleicht 95%. Und ich erkläre das an einem Beispiel. Schüler A und Schüler B haben in der Mathearbeit eine 1. Sie haben beide von 100 Punkten 95 Punkte erreicht. Sie haben also das gleiche Ergebnis. Ihre Arbeit ist aber nicht identisch. Denn bei Aufgabe 1 hat Schüler A die volle Punktzahl und Schüler B hat einen Fehler gemacht.
Und bei Aufgabe 2 genau andersherum. Das heißt, die Arbeit ist zwar gleich, das Ergebnis ist gleich, im Sinne von, was am Ende rauskommt, 95 Punkte von 100, aber es ist nicht identisch und genauso ist es mit Mann und Frau im Islam. Und der Prophet a.s. hat gesagt, als ihn jemand fragte, Men ahakku nasi bi husni sahabati, wer ist es am meisten wert, dass ich ihm treue Gefolgschaft schuldig bin? Da sagte der Prophet, deine Mutter. Dann fragte der nochmal, wer dann? Dann sagte er, deine Mutter. Er fragte, und dann, wer dann? Deine Mutter. Das heißt, der Prophet, Friede und Segen mit ihm, sagt, dreimal deine Mutter. Dann fragt er nochmal, wer dann? Der wollte nicht locker lassen, sagt er, dein Vater. Das heißt, in der islamischen Gesellschaft hat die Mutter die Goldmedaille, die Silbermedaille, die Bronzemedaille und der Mann, der hat den vierten Platz. Deswegen, hier redet noch einer von Gleichberechtigung, beschäftigt euch mit dem Islam und dann werdet ihr wunderbare Sachen sehen, denn wir sind uns voll davon überzeugt, dass das der wahre Weg ist. Und glaubt es mir, wer den Weg Allahs folgt, der wird ein glücklicheres Leben führen. Das ist mein Ratschlag an die Nicht-Muslime, sich damit zu beschäftigen. Wie gesagt, das waren nur einige Ansätze, die man mitnehmen sollte. Und für die Muslime, lernt die Argumente, die wir euch gerade beigebracht haben, denn ihr sollt den Propheten mit Frieden und Segen mit ihm, mit eurem Verstand, mit euren Worten, mit eurem Schreiben verteidigen. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt, solche Sachen auswendig zu lernen, oder wenn ihr schüchtern seid, mit Leuten zu reden, dann nehmt euch dieses Video, teilt es, verteilt es, macht einen YouTube-Channel auf. Ich empfehle euch sowieso, dass ihr euch eine Festplatte kauft und alle Vorträge ihr müsst alle Vorträge runterladen von YouTube, damit die Vorträge erhalten bleiben. Und macht mit den Videos da, ihr habt bestimmt nicht muslimische Bekannte, schickt ihnen diese Videos, damit sie sich Gedanken machen. Und möge Allah die Menschen in Deutschland alle recht leiten.